Jetzt können Sie natürlich sagen, haben wir doch alles. Ja. Soll ich mal anfangen? Ja, also zuerst, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Also wir haben schon ein paar Fehler gemacht. Ich musste auch selbstkritisch sein gegenüber unseren Applikationen und unseren Ingenieuren. Wir haben da angefangen und haben geglaubt, wir wissen, was die Menschen brauchen. Und weil es keinen Business Case gab und weil es keine Ertragsmechanik gab draußen, hat man einfach selbst mal entwickelt und an den Menschen vorbei entwickelt, auch zum Teil haben wir sogar an den Ärzten vorbei entwickelt und an den Patienten. Und das stimmt. Und jetzt kommen aber Cases von den Patienten, die Patienten fangen selber an, das Internet ist da, die informieren sich, die brauchen elektronische Mittel und jetzt haben wir die ersten Business Cases auf dem Tisch und jetzt werden die Applikationen auch besser. Und das ist wirklich, wir müssen neu am Kunden, am Endkunden programmieren. Zur Interoperabilität ist es so, dass jetzt die Standards kommen. Also wir müssen einfach akzeptieren, kommt zum Teil von Amerika, IHE. Es gibt ein XPHR-Standard, wo man von einem Personal Health Record zum anderen Daten senden kann. Es gibt sie. Wir müssen sie implementieren, wir müssen sie zertifizieren. Wir dürfen jetzt aber in Deutschland nicht auf die Idee kommen, deutsch-eigene Standards wieder zu schaffen. Also wir zum Beispiel als internationales Unternehmen beobachten dann wieder, dass man in Deutschland glaubt, vielleicht doch besser zu sein, in Standards zu schaffen wie andere. Also wir müssen uns hier die Telekom-Industrie ein bisschen zum Vorbild nehmen. Da können Sie telefonieren, mit wem Sie wollen auf der Erde. Es funktioniert und da, glaube ich, können wir besser werden. Hermann, ich gebe es Ihnen mal. Wir haben da was zu tun. Aber ehrlich gesagt, wir haben uns jetzt kennengelernt, noch nicht so lange, vor einer Woche. Und langsam lernen wir uns eben auch kennen, reden miteinander und ich bin da zuversichtlich. Ja, danke, Herr Fuchs. Also ich glaube, die Industrie tut sich hauptsächlich deswegen damit schwer, weil sie investieren müssen in Entwicklungen und aus Gründen, die vorhin schon genannt wurden, sie zum Teil für diese Entwicklungen keine wirklichen Abnehmer finden. Es muss ja immer irgendwo einer da sein, der ihnen ein Produkt und eine Lösung abkauft. Jetzt können sie natürlich hingehen und können sagen, ich hätte das noch ein bisschen besser hier, noch ein bisschen besser da, aber im Prinzip existieren auch schon seit Jahren Lösungen, die praktikabel sind, die die Interoperationalität unterstützen, die aber aus den genannten Gründen dann nicht den richtigen Investor finden, weil eben jetzt hier regulatorisches Umfeld ist, wo eben dann wieder Fragen, wie sie gerade schon diskutiert wurden, ja, bezahlt denn jetzt derjenige, der hauptsächlich der Nutznießer ist, aber der hat auch eigentlich weniger Aufwand. Der mehr Aufwand hat, ist gar nicht der Hauptnutznießer, also will der es nicht bezahlen. Also das ist einer der Hauptgründe, die es auch uns als Industrie sehr schwer machen, hier entsprechend zu investieren. Zweiter Punkt. Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass wir mit diesen Themen im Ausland zum Teil erheblich weiter sind. Das heißt, wir können auch Dinge importieren sozusagen aus unserer Sicht jetzt hier, aus der deutschen Sicht. Dann kommen wir aber wieder an den Punkt, den auch der Herr Fuchs schon genannt hat. Ja, also wenn das jetzt in Dänemark funktioniert, dann müssen wir es aber noch ein bisschen anders machen für den deutschen Markt und. Also das ist wieder ein weiterer Punkt, dass dann wieder weitere Änderungen, Standards und so weiter eingeführt werden müssen. Dritter Punkt vielleicht, die Landschaft ist gewachsen, die ist gewachsen wie das Gesundheitssystem, in den Strukturen des Gesundheitssystems und zwar sind das proprietäre Strukturen, wo die Sektoren eben nicht darauf angelegt waren, miteinander wirklich gut zu kollaborieren und das schlägt sich auch in den installierten Systemen nieder. Also es ist eine heterogene Landschaft miteinander zu vernetzen, was auch technisch durchaus eine Herausforderung ist. Gut, dann würde ich gerne mich da jetzt anschließen. Es sind zwei Aspekte angesprochen worden. Zum einen die Ergonomie, wie viele Tasten muss man drücken, wie oft klicken, um tatsächlich die Akte bedienen zu können. Und zweitens Interoperabilität. Ich denke, zum ersten Punkt Ergonomie sind Sie gerne eingeladen, sich auf den Messeständen der CompuGroup Medical zu überzeugen, wie weit die Integration in die Arztinformationssysteme fortgeschritten ist und beurteilen Sie selbst, ob es einfach oder schwierig ist, mit der Akte umzugehen. Das Thema Interoperabilität hat in unserem Verständnis zwei Aspekte. Es ist
bestimmt möglich, Daten aus unserer Akte, die jetzt nicht mehr Vita X, sondern CGM Live heißt, zu exportieren und an beliebige andere Stellen wieder zu importieren. Es ist in der Tat nicht möglich, die Akte oder besser gesagt den Inhalt von unserer Akte in eine andere Akte einfach zu verschieben. Oder besser gesagt, man kann es verschieben, nur der Empfänger wird es nicht lesen können. Und das ist unserer Sicherheitstechnologie geschuldet, die eben so aufgebaut ist, dass kein unberechtigter Dritter auf die Daten zugreifen kann. Das bedeutet, das Verschieben von einer Akte in die andere Akte kann nicht unter den Aktenbetreibern ausgemacht werden, weil der Empfänger nicht in der Lage ist, die Daten zu entschlüsseln, sondern es ist ein Prozess, der vom berechtigten Beteiligten angestoßen werden muss. Ja, Herr Menzinis, ja, die Bitkom fehlt noch. Zum Abschluss. Klar, natürlich könnten wir dann eine entsprechende Initiative starten. Lassen Sie mich mal eine ganz kleine Zeitreise antreten. Ein Jahr zurück. Oktober 2009, nee, September 2009 war es. Aber im Oktober ging es dann richtig heiß her. Da haben wir alle sozusagen im Stundentakt versucht, Neues rauszubekommen, was denn im Koalitionsvertrag drinsteht. Moratorium, ja, nein, von der EGK. Ne? Was heißt denn Moratorium? Worum geht es denn dabei? Um das Ergebnis vorwegzunehmen, es gibt ein Moratorium. Das bezieht sich nun genau auf die elektronische Patientenakte und das E-Rezept. Worauf ich damit hinaus will, ist ein politisches Klima. Welches Unternehmen kann ernsthaft zu seinem Investor gehen und sagen, hey Investor, ich brauche mal 50 Millionen, wir wollen hier eine interoperable Aktenlösung aufbauen, jedenfalls für den deutschen Markt, idealerweise für ganz Europa, da müssen wir aber jetzt wirklich hier in die Vollen gehen und mal richtig tief ins Portemonnaie reingreifen. Welches Unternehmen könnte sich das erlauben, jedenfalls jetzt bisher vor dem aktuellen politischen Klima? Nun will ich schon noch dazu sagen, dass sich ja gerade letzte Woche da ja schon wirklich ernsthaft jetzt eine Wende ergeben hat durchs GKV-Finanzierungsgesetz mit einer sehr eindeutigen Regelung, dass die Gesundheitskarte nun jedenfalls 10% der Gesundheitskarte eingeführt werden sollen. Das ist also hier schon ein sehr klares Bekenntnis zum Basis-Rollout und zur TI ist. Gleichwohl bleibt es dabei, dass Patientenakten und E-Rezept auch weiterhin im Jargon der Parlamentarier heißt es immer, aufgrund ungeklärter datenschutzrechtlicher Fragen, die weiterhin auf Eis gelegt sind. Und naja, ich meine, das ist schon wirklich ein ernsthaftes Hemmnis dafür, um für Unternehmen zu sagen, okay, wir legen jetzt hier richtig los. Herr Butz. Ja, vielleicht darf ich aus persönlicher Sicht Selbstverwaltung, Bundesärztekammer, Gründe, warum die Industrie sich so verhält, wie sie sich verhält. Ich glaube, wir dürfen sie auch nicht überfordern. Alle Netze, alle Versorgungsnetze, ob das Straße, Schiene, Gas, Wasser, Elektrizität, Telefon, sind alles staatlich initiierte Netze gewesen, weil die Infrastrukturen, die Anfangsinvestitionen für kein Unternehmen alleine zu stemmen wären. Dann ist man ein paar Jahre staatlich gefördert, flankiert gelaufen und hat erst dann den Wettbewerb zugelassen. Das heißt, die Anfangsinvestitionen sind viel zu groß, um ein einzelnes Unternehmen, so wie Herr Menzin es jetzt gerade auch sagte, in die Verantwortung zu nehmen. Auf der anderen Seite sind natürlich proprietäre Lösungen von Unternehmen charakteristische Geschäftsmodelle. Das ist auch ganz klar. Ne? Also zwischen diesen beiden Polen, glaube ich, bewegt sich das. Ohne den Staat, ohne flankierende Rahmengesetze geht das auch nicht.